Heute hat mich Vollgas ein Hund attackiert. Nein, im Ernst, das stimmt wirklich. Ich gehe so gern laufen, also joggen in der Natur. Und ich liebe einfach das Licht und die Elemente zum Gespüren und es ist einfach faszinierend. Und früher schon, wo ich joggen war, hat mich zweimal ein Hund hinten in die Wade gebissen. Und das Herrchen hat schon von weitem gerufen, nein, der tut nichts. Ja, genau. Und heute war es wieder soweit. Ich habe ja als Läufer hat man das ein bisschen einen Widerstand gegen die Hunde. Speziell die nicht angehängt sind, die frei rumlaufen. Und da hat man ein bisschen Angst und denkt sich, hoffentlich tut der mir nichts. Und wie der Hund heute, das ist ja so kniehoch gewesen, also schon ein bisschen ein Hund, der düst voll auf mich zu und bellt und knurrt und ja, es ist angerichtet, darf man sagen. Zum dritten Mal. Und irgendwie habe ich reflexartig im Kopf umgeschalten und habe mir gedacht, du bist mir jetzt volle Wurst. Echt, mich interessiert das jetzt nicht. Ich schaue dich nicht an, ich bin 80 Jahre nicht, ich laufe einfach weiter. Und der düst voll auf mich zu, sehe ich halt so im Seitenwinkel. Und weißt du, was noch passiert ist? Der Hund läuft Vollgas an mir vorbei, um und wieder zurück. Ist das nicht faszinierend? Das heißt, wenn man keinen Widerstand aufbaut oder keinen Gegendruck aufbaut oder keine innere Aggression oder Ablehnung aufbaut oder Angst, ich glaube, das wird uns jeder Hundetrainer bestätigen, dass der Hund hundertprozentig spürt, ob du Angst hast, ob er dich einschüchtern kann oder ob du jetzt ihn gar nicht wahrnimmst. Und so ist das insgesamt bei allen Situationen. Wenn wir keinen Widerstand mehr aufbauen, wenn uns die Sachen einfach nicht mehr so extrem wichtig sein oder wir sie so unbedingt weghaben wollen, auf einmal fließen die Dinge viel leichter und es passiert uns viel weniger oft etwas. War heute ein ganz tolles Experiment in der Praxis und ich freue mich, dass ich es erlebt habe und probierst du es nächstes Mal. Vielleicht nicht gerade ganz gleich mit einem scharfen Hund, aber bei anderen Situationen, wo du einfach sagst, ich kann da. Lass es dir mehr gleich sein. Ich sage gern, lass es dir mehr wurscht sein. Und dann sagen oft die Leute, dann ist alles wurscht. Alles ist egal, alles ist wurscht. Stimmt nicht ganz. Aber vieles ist wurscht. Vieles kann man einfach laufen lassen, passieren lassen. Dann hat man viel weniger Widerstand und viel weniger Schwierigkeiten und Probleme im Alltag.